Wo geht man hin? Zwei würde ich sagen. Ohne SSD braucht man kein Street spielen. Ja, du lädst halt ewig, ne? Und das macht wahrscheinlich. Ja, ja, macht auch Performance aus. Wegen der Auslagerungsdatei dann öfters mal. Also eine SSD ist tatsächlich auch Performance entscheidend bei Streets. So gut wie kein Unterschied. Ja, bloß, dass der 13.900K das doppelt an Strom verbraucht. Oder eher mehr. Das ist die Sache. Ja, man braucht halt eine schnelle Festplatte. Weil halt öfters mal der RAM dann auch nicht reicht. Aber ich hoffe, hier oben ist keine Kabanwache oder irgend so ein Scheiß. Der war free. Also ich schaue jetzt gerade mal hin. Meine CPU recht gut undervoltet und so. Braucht gerade 66 Watt. Jetzt gerade. Im vollen Gaming-Betrieb. Da kommt halt Intel nicht hinterher, ne? Wo ist der neue Boss? Hier drüben im Autohandel. Ticker gerne, danke für den Prime. 21 Monate. Wir kommen zu genau, wo alle danke, dass du den Prime mir lässt. Weiß ich zu schätzen. Wie geht's aus? Ja, dieser 3D V-Cache, das ist wirklich. Da hat AMD mal einen rausgehauen. Also der 5800X3D ist ja eine CPU fürs Jahrzehnt. Also, das ist wirklich ein Technologiesprung gewesen. Ich hatte ja den 5800X und hab dann geupgradet. Da schlackern dir die Ohren. Der taktet weniger, hat einfach mehr L3-Cache und haut so eine Performance raus. Kannst damit nicht umgehen? Nimm eine 153er mit Flashette, Bauer. Keine 155er, die 153er. Die 1,5er oder so streut zu viel. Jetzt schon wieder halb voll, ey. So, soll mal ein paar. Soll mal jemand herkommen? Oh, PMC-Kills. PMC-Kills und Loot. Das ist die Devise. Was ist zu weit hinten? Gut, da können wir aber jetzt halt mal in Check 15 gehen. Ja, die Mainboards sind tatsächlich echt unverschämt teuer geworden im Vergleich. Tja, geschwätzte Division. Vielleicht habe ich mich nicht getraut. Wer weiß.
Ich bin aber auch kein Tattoo-Fan, ich habe kein einziges Tattoo. Daher. Hobby hat nichts mit Vernunft zu tun. Hardware-Käufe fürs Gamen haben selten was mit Vernunft zu tun. Das kann ich so bestätigen. Ich habe ja vom 5800 X3D auf den 7950 X3D gewechselt. Vollkommen hirnrissig. Aber als unvernünftiger Streamer kann man sowas schon mal machen, ne? Zeit wird's? Ne. Ich glaube, ich werde niemals ein Tattoo haben. Gut, wenn ich 50.000 Subs habe, dann lasse ich mir ein Tattoo machen. Lass den Chat mitentscheiden, was es wird. Okay, nein, 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 nein. Spanner, danke für den Tier 1 im vierten. Drittwichtigster Resub, willkommen zu den Abo-Falle. Danke für den Beitrag zum Partner Plus Grind und Servus, wie geht's? Scamcoin, RIP. Endlich Feierabend, Servus Scarface. Er ist wieder hinten, Moment. Habe ich hier alles? Du hast bei 2k Subs über Sing eingelöst, das sind auch 5k Subs gewesen, Barracks. Deswegen, ne, der Chat versteht immer, was er gerade verstehen will. Wisst ihr, was ich meine? Wird er die Ecke hier, oder was? Wir haben auch alle Bock, hier in dieser Ecke rumzugammeln. Nee, 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 doch, 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 doch. Bullshit Solo. Ich habe ein paar Flashgranaten mitgenommen. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Scavs weggeflasht. Und dann hat's gepasst. Nein. Das ist immer das Problem, wenn man hier Versprechungen macht, dann wird dann immer aus 5000 wird dann 2000. Wechsel, das ist extrem, ne? Ich find's auch mega. Stylobite Elevator, Sewer River. Okay, ich muss da rüber. Tatsächlich glaube ich, dass in den Dorms irgendwie sowas abgeht, von wegen, dass da extrem viele Scavs spawnen. Hin und wieder. So, nicht schon wieder, oder was? Was seid denn ihr für eine Truppe? Euer Ernst? Okay. Stehen sie da einfach verloren auf dem Parkplatz? Ohne Mist, ey. Es ist nicht so die beste Pose. Hätte ich eine andere Waffe gehabt, wären sie beide tot gewesen. Da seht ihr, der Server leckt schon wieder. Das ist scheiße. Kills! Sag mir bitte, das war ein Flayer. Jawohl! Die Paid Actors zeigen sich am Fenster. Ganz schön was los hier hinten in der Ecke, ey. Leute, denkt dran, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Schaut nicht ungefollowed zu, schaut mal wieder rein. So. Hey, Casual.
Euer Hauptmann 317er Bing heißt das Casual, habe ich gehört. 3 Monate, 6, was, 3,5 Jahre schon Blackstone? Nice. Panischer 5, Verbindungsproblem. So. Dann gehen wir da hinten halt wieder raus, ne? Hey Epox, servus. Jungs außer, ja. Damals. Irgendwas gehört. Ich habe halt keine Range-Waffe hier. Scheiße. Vor dem Supermarkt, würde ich sagen. War hier noch keiner oder was? N40. Sigamo. Wow. Wow. Das ist gar nicht mal so gut, weil ich jetzt hier nicht rauskomme. Bin mir sicher, der ist unter mir. Hast du gut gemacht, doch, ja. War perfekt. Noch einer. What the fuck? Oben. Der denkt sich jetzt auch, what the fuck?
Eieiei. Da war die Waffe genau das Richtige. Meine Rüstung ist übrigens Matsch. Holy fuck. Moin, John. Steht da, glaube ich, oder? Er ist weggelaufen. Er rennt komplett weg. Scheiße, ich hätte schießen sollen. Ach, oh, shit. Das ist ein Fehler, den ich hier mache. Was war das? Ich glaube, es war Scav. Scav-Player. Verbindungsproblem, hast du ein Verbindungsproblem? Was ist da los? Schließt nachts hat geklappt, okay. Erstmal Festspielpause, ja, aber das Essen war auf Null. Sonst kriege ich Schaden. Ich hab ja deswegen. Na, ist Geld okay. Gut zu wissen. Selbst wenn ich da hinten einen sehe auf die Range, fast unmöglich, dass ich ihn hole. Mit der Waffe. Ja, nachts auf Streets ist ein guter Tipp. War ein echt guter Tipp. So. Ja, der erste an der Rampe hat aber auch sowas von verkackt. Muss man ihm mal sagen an der Stelle. War ja schon, das war ja schon hart scheiße. Jetzt hör doch auf, Mann. Dein verfluchter Ernst. Wie konnte denn das verkacken, Mann? Er hat ein 60er-Magazin hinter mir hergeballert. Hä?
Mit 8-5-5-1. Da gehört schon viel dazu, dass er das verkackt hat, ey. Und ein Alt hinauf. Hier, hier? Der hat mich nur einmal getroffen mit den 60 Schuss, ja. Keine Ahnung, wie das ging, aber ich meine, vielleicht war ich hardcore am Laggen. Sie waren ja auch am Laggen für mich, keine Ahnung. Der Server scheint nicht ganz so gut zu sein. Achso, Moment. Ja, nice. Oh, doch noch Platz. Alles gut. Jo! 63 Kilo? Welche Exits haben wir hier so? Achso, wir haben ja Klimov Street, ne? Alrighty, sieht mir nach Klimov aus. Wie, ich will schon wieder raus, ja. Ich hab mir gedacht, jetzt gehen wir dann mal so langsam. Lauf, 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 lauf. Ich bin ganz grün, bin ein Busch, keiner kann mich sehen. Lasst mich alle in Ruhe. Rechts was gehört. Das ist, wenn Scavs hier drin stehen. Habe ich auch einen Step gehört. Jetzt muss die Waffel weh, da geht einer um ins MG. Eine grüne, ne? Ja. Funktioniert. Nice. Passt.
Raus hier. Oh, Leute, mal hallo YouTube, oder? War doch eine nette Runde mit ein, zwei Kills und ein bisschen Loot. Hätte echt schlimmer kommen können. Verewigt euch mal, macht hallo YouTube. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ein bisschen Loot. Kann man nicht meckern. Ich muss sagen, die SR2M macht einen guten Job. Macht einen guten Job, auf jeden Fall. Ja, der YouTube-Spam ist ja wundervoll. Wundervoll. So. Kommst gerade erst rein. Ah, wirst du auf YouTube wieder sehen. So, passt. Machen wir hier einen Marker.